Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von Dharma Germany. Buddha und Gott. Eines Tages wurde der Buddha von einem Mann gefragt. Es stimmt doch, dass es Gott gibt. Der Buddha schaute dem Mann gerade in die Augen und sagte, nein, es gibt keinen Gott. Zu einem anderen Zeitpunkt wurde der Buddha gefragt, es stimmt doch, dass es keinen Gott gibt. Der Buddha antwortete, doch, es gibt einen Gott. Ananda, ein Schüler Buddhas, der dieses aufmerksame zugehört hatte, war sehr verwirrt. Doch da kam ein dritter Mann. Er fragte Buddha, Buddha, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Gibt es einen Gott oder gibt es keinen Gott? Bitte helf mir. Gespannt lauschte Ananda, was der Buddha nun antworten würde. Der Buddha lud den Mann ein, sich neben ihn zu setzen. Ohne etwas zu sagen, schloss der Buddha seine Augen und sagte nichts. Der Mann nahm die Einladung an und setzte sich neben Buddha. Er schloss auch die Augen. Stillschweigend genossen der Buddha und der Mann die Ruhe und den Frieden. Dann öffnete der Mann die Augen und sagte zu Buddha, »Wie groß ist dein Mitgefühl? Du hast mir die Antwort auf meine Fragen gegeben. Ich werde dir auf Ewigkeit dankbar sein.« Noch verwirrter als zuvor, konnte Ananda sich nicht mehr zurückhalten und bat den Buddha um eine Erklärung. Der Buddha antwortete. Der erste Mann war ein Theist. Er wollte nur eine Bestätigung dessen, wovon er sowieso überzeugt war. Es bedurfte keiner Antwort, mit der er nur prahlend herumlaufen kann, indem ich seine Überzeugung teile. Der zweite Mann war ein Atheist. In seiner Frage verbarg sich genauso die Antwort, die er lediglich von mir bestätigt haben wollte. Keiner der beiden war ein wirklich Wissender, keiner war ein Suchender. Sie waren beide in einem Vorurteil gefangen. Der dritte Mann aber war ein Suchender, denn er hatte keine vorgefasste Meinung. Sein Herz war offen. Womit ich ihm helfen konnte, war eine Unterweisung in stiller Bewusstheit. Um Gott zu finden, sind Worte völlig nutzlos. Das war das Video Buddha und Gott. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute.